Hallo zum heutigen Vlog. Es ist Montag, der 20. Februar, ungefähr 22.15 Uhr. Ich bin gerade im RE1, wie ihr seht. Also heute ein Vlog aus dem Zug. Das lief alles nicht so richtig wie geplant. Denn eigentlich wollte ich jetzt noch nach der letzten Sitzung für meinen Hauptfinanz- und Ordnungsausschuss nach Potsdam. Das ist mir immer lieber, am Abend dann noch zu fahren, als sehr, sehr früh morgens. Ja, aber das klappt nicht, weil es gibt einen Unfall auf der Strecke. Jetzt sind wir nach Fürstenwalde gefahren und fahren wieder zurück nach Frankfurt. Aber genug davon. Heute war ein sehr spannender Tag. Wir hatten zwei große Ereignisse quasi, also zwei Veranstaltungen, die ich besucht habe. Das ist an sich nicht viel, aber die waren sehr lang. Begonnen haben wir heute mit einer Social-Media-Schulung, die wir in Potsdam mit der Landtagsfraktion gemacht haben. Martin Fuchs, Hamburger Wahlbeobachter, unter dem Namen sagt ihr euch vielleicht etwas, ziemlich bekannter Typ im Bereich Social Media, hat heute eine Schulung mit uns gemacht, hat uns erstmal über die Plattform informiert, die es gibt, über die Reichweiten, über die Entwicklung der Plattform, über die Bedeutung auch. Total eindrucksvoll auch zu sehen, dass wenn man Menschen erreichen will heutzutage, man Social Media eigentlich nicht vernachlässigen darf. Also wenn man zu den Menschen will, muss man Social Media nutzen. Das wurde ganz deutlich und es wird noch zunehmen. Und eigentlich dachte ich ja, dass wir da schon ganz gut dabei sind, dass ich da ganz gut dabei bin, aber haben heute lernen dürfen, dass es noch viel, viel besser geht und dass wir auch noch ganz viel Steigerungspotenzial haben. Wir sind zum Beispiel auch verschiedene Posts und so durchgegangen, haben geguckt, was sind gute Sachen, was sind nicht so gute Sachen. Auch noch ein paar negative Beispiele von mir mit dabei, aber insgesamt, glaube ich, haben wir wirklich ganz, ganz viel mitnehmen können, ganz viel lernen können. Das war total hilfreich und sehr konstruktiv. Das war echt spannend. Ja, und dann ging es weiter nach Frankfurt zum Hauptfinanz- und Ordnungsausschuss. Dort ist halt auch etwas Gravierendes passiert. Wir hatten ja einen Haushaltsentwurf vom OB vorgelegt bekommen, der die Auflagen der Kommunalaufsicht erfüllt, also die Auflagen des Landes an die verschuldete Stadt Frankfurt und gleichzeitig auch unsere eigenen Ziele, Haushaltsausgleich 2018 und so, erreichen sollte. Und dann stellte sich auf einmal heraus, dass ein paar Zahlen sich verändert haben. So ist es zum Beispiel jetzt herausgekommen, dass wir 2 Millionen weniger vom Bund bekommen, dass die Gewerbesteuerzahlung um 1 Million circa niedriger ausfallen als ursprünglich geplant. Jetzt kam noch eine Insolvenz dazu und Gewerbesteuerrückzahlung in Höhe von 2 Millionen. Insgesamt also ein Loch von über 5 Millionen, das sich da auftat. Ganz schön heftig. Und wir alle haben gefragt, okay, wie gehen wir jetzt mit der Situation um? Die Verwaltung sagt, sie machen einen neuen Vorschlag und jetzt plötzlich hat die Verwaltung uns heute einen Vorschlag unterbreitet, der im Prinzip all die Ziele weiterhin erreicht und die 5 Millionen kompensiert. Und ich habe das heute dann auch so angesprochen, gesagt, da fragt man sich natürlich, wie viel war denn das Papier vorher wert? Nächste Station, auf die Ansage. Pilgram. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Wie viel war der Haushalt denn vorher wert, wenn es jetzt mal eben gelingt, 5 Millionen nicht einfach, aber so zu kompensieren, ohne dass die Einschnitte jetzt total gravierend sind? Da war dann die Antwort, naja, man hat sich das aufgrund der besonderen Situation nochmal genauer angeschaut und so, aber ehrlich gesagt erwarte ich, dass man sich das von vornherein genau anschaut. Also das gab dann echt auch eine heftige Diskussion und ich habe da meinen Standpunkt auch klar gemacht, dass ich angesichts dessen glaube, wir haben ein Glaubwürdigkeitsproblem. Also die Verwaltungsspitze hat ein Glaubwürdigkeitsproblem mit dem vorherigen Haushalt. Wie war der denn aufgestellt, wenn so viele Dinge nicht bekannt waren? Zum Beispiel das Schreiben zu den Bundeszuweisungen, den sogenannten SOBETs, das lag wohl schon im Juni letzten Jahres vor. Und andere Städte haben im Finanzministerium angerufen und gefragt, hey, was bedeutet das für uns und wie kann man damit umgehen? Und haben das im Haushalt schon eingeplant. Frankfurt nicht. Das hätte man also schon länger wissen können. Und dann die Kompensation jetzt mal eben so, ist alles ziemlich fragwürdig. Und ja, ich frage mich ernsthaft, wie glaubwürdig war der vorherige Haushaltsentwurf? Nun werden wir den Haushalt diskutieren und eigentlich gibt es da noch einige Prämissen, die wir mit reinbringen wollten in die Haushaltsdiskussion. Wir wollten die Beiträge im Bereich Kita möglichst niedrig halten, senken gegenüber dem bisherigen Modell, um dafür eine Entlastung zu sorgen. Wir haben beim Straßenbahnthema die Herausforderung, dass wir jetzt dafür sorgen müssen, das Straßenbahnsystem zu sichern und die Straßenbahn mit Hilfe auch des Landesförderprogramms, das wir eben besorgt haben, in Gang zu bekommen. Wir haben im Bereich der Straßenausbaubeiträge gerade eine Diskussion zur Verringerung der Belastung für Bürgerinnen und Bürger. Wir haben im Kulturbereich einige Probleme, die wir eigentlich lösen müssten. Wir haben solche sozialen Baustellen, Jugendclub in Süd, Selbsthilfegruppen, denen das Geld gestrichen wurde, wo wir eigentlich diese Kürzungen rückgängig machen wollten. Das wird jetzt alles natürlich von einem anderen Hintergrund diskutiert werden müssen.
wegen der neuen Haushaltssituation und trotzdem sind diese politischen Ziele wichtig für die Frankfurterinnen und Frankfurter und da werden wir versuchen, einen vernünftigen Weg zu finden und gleichzeitig aber auch um die Ziele zu kämpfen. Das wird also jetzt eine spannende Zeit und vor allen Dingen ist die Verwaltung noch einige Antworten schuldig zu dem vergangenen Haushalt und zu dem, was sie uns jetzt vorgelegt haben. Also richtig plausibel war das in der Entstehungsgeschichte und in dem, wie dieser Haushalt jetzt mal ebenso gerettet werden konnte. Das war alles nicht so richtig plausibel. Ich meine ganz ehrlich, 5 Millionen kriegt man nicht mal eben zusammengekratzt in einer Stadt, wo uns ständig erzählt wird, wir sind überschuldet, wir sind unterfinanziert, wir bräuchten viel mehr Geld von den jeweils höheren Ebenen, wir müssen kürzen, wir müssen sparen, wir müssen den Gürtel enger schnallen, alle müssen dazu beitragen. So, wie glaubwürdig ist das alles noch, wenn dann solche Dinge möglich sind wie jetzt? Und ein paar von den Kompensationen, die vorgeschlagen wurden, sind auch mehr auf dem Prinzip Hoffnung basieren, so Gewerbesteuereinnahmen, Prognosen mal nach oben geschraubt und so. Ob das so eintritt, da muss man genau gucken, wie realistisch diese Dinge sind, dass wir da keinen Haushalt bauen, der am Ende auch wieder in sich zusammenfällt. Soweit vielleicht zum heutigen Tag. Morgen Fraktionssitzung in Potsdam. Auch ein ziemlich voller Tag. Ich habe dann ein Interview mit dem RBB zum Kreis Gebietsreformen. Wir haben Innenarbeitskreis, dann haben wir eine Sitzung Fraktion und Landesvorstand. Und am Abend habe ich dann noch einen Termin in Frankfurt-Oder, ungefähr 20.30 Uhr. Wird das auch ein voller Tag. Wenn ich es schaffe, werde ich davon auch wieder berichten. Ansonsten in den nächsten Tagen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.